Liebe Freunde, ihr habt keine Ahnung, wie man mit Weiben verkehrt. Tja, außer meiner eigenen Gattin hat darüber mich keiner belehrt. Da könnt ihr von mir etwas lernen, die Jugend, die Tugend selbst, du. Was ich weiß, hast du längst vergessen. Drum, junger Mann, so hör mir gut zu. Willst du etwas Weibliches, wie man sagt, gewinnen, muss man mit den Augen erst das Gefecht beginnen. Erst sieht man sie lächelnd an, später aber sinnend, schmachtend, glühend und sofort langsam sie gewinnend. Auf die Fingerspitzen wagt man dann die ersten Küsse, tut so, als ob die seien himmlische Genüsse. Hat sie einen Handschuh an, ist man sehr betroffen, sucht erst und küsst selig dann, wo ein Fleckchen offen. Weiter, weiter, kluger Mann, wir sehen, dass man von dir etwas lernen kann. Erstens Augen, das ist gut. Zweitens Lächeln, das ist gut. Drittens Sehnen, das ist gut. Viertens Glühen, das ist gut. Fünftens Handkuss, das ist gut. Sechstens Selig, das ist gut. Siebtens hat sie Handschuh an, such man achtens ein offenes Fleckchen dran. Er macht uns Mut, das ist sehr gut. Wie sagt doch der alte Poet, der die Sache prächtig versteht. Komm den Frauen zart entgegen, du gewinnst sie auf mein Wort.